Willkommen zurück zu einem weiteren Part. Soraya winkt mal und sagt Hallo. Wir machen direkt im Anschluss weiter und fragen die ganz nette Dame, ob sie uns Kleidung geben könnte, damit wir ein paar Banditen hinters Licht führen dürfen. Ihr kommt mir nicht bekannt vor. Zeigt mir euer Gesicht. Und wir gucken einfach mal so vor uns hin. Hoffen, dass uns keiner entdeckt, während wir hier ein bisschen was klauen und für die Dame draußen als gute Waffe nutzen. Werden wir einfach mal ein bisschen spionieren. Und bisher hatte ich da wenig Großprobleme. Irgendwas zu bekommen, weil an sich sind die nie groß sauer gewesen, wenn man auch irgendwas in der Nähe von ihnen gestohlen hat. Irgendwann, ja klar, sehen sie es und dann musst du halt gegen die kämpfen. Aber bisher klappt das wirklich gut. Und wir hüpfen jetzt einfach mal hier ein bisschen durch die das Zelt, wenn wir jetzt auch wieder rauskämen. Stück Papier kann ich nicht mitnehmen, okay. Da oben ist noch was, wo ich nehmen kann. Und es klappt doch wirklich gut. Einmal neues Food rein. Dass ich weiß, wie lange ich an sich Zeit habe. Das ist nämlich immer eine gute Hilfe. Ach echt? Du kommst mir auch nicht bekannt vor. Aber wenn ich... Ich glaube, jetzt noch die paar Sachen hole. Habe ich mein Herzchen fast fertig, oder? Stück Papier. Was ist das hier? Kann man ihr das jetzt geben? Ach so, kann man nicht geben, okay. Also müssen wir gucken, ob wir irgendwo noch was aufnehmen können. Oh, ich kann natürlich auch ein paar kaputt machen. Wie geht das? Nur wahrscheinlich, wenn sie mich entdeckt haben. Jo. Sprecht mit Ivy oder Ruppel, um euch in das Lager von Dingsbums-Banditen einzuschleichen. Vergiftet Vorräte. Vorräte vergiften. Wo sind Vorräte? Okay. Schön hier. Machen wir mit dem noch? Kann ich mit denen auch reden? Ja. Bisschen Trainingseinheiten. Ach. Das ist das Vorräte vergiften. Okay. Bambeeren vergiften, okay. Wenn ich sie einspreche. Dann machen wir sie einfach ein bisschen kaputt. Juhu, wir haben's. Yes, so gefällt mir das. So gefällt mir das. Aber jetzt sind hier ein paar Banditen, da müssen wir aufpassen. Fresst Schmerz. Dass wir hier nicht direkt drauf gehen. Der ist ganz schön hartnäckig hier, ey. Müssen wir mal ein bisschen hier die Elemente benutzen. Das können wir auch benutzen. Oh nein! Verdammt. Wir haben es geschafft. Ihr kommt mir nicht bekannt vor.
Nehmen wir das. Und ziehen es auch direkt an. So. Wo müssen wir als nächstes hin? Ich würde sagen, wir erkunden das einfach jetzt hier oben weiter. Dahin die Wegmarke haben wir. Dann düsen wir einfach mal hier durch diesen Ding. Und schauen mal, ob wir hier irgendwas noch haben. Hallo Jaguare. Tschüss Banditen. Stellen wir uns mal kurz hier hin. Auf jeden Fall kommen wir hier an einem Punkt vorbei. Den holen wir uns jetzt als erstes. Bevor wir im Kreis rennen. Und uns den nochmal holen müssen. Kann ich hier rein? Hello? Ah, da ist er. Chips. Düsen wir einmal durch und direkt wieder raus. Wegmarke. Wegmarke, ganz wichtig. Super, super wichtig. So. Punkt. Und dann würde ich sagen, erkunden wir oben das Stückchen und dann können wir, glaube ich, auch schon Richtung Rückzugs wieder uns begeben. Einmal zurück. Und schauen mal, ob wir hier hinten noch ein Herzchen haben. Wir erkunden erstmal hier dieses Gebiet, dass es alles angezeigt wird. Ja, da ist ein Herzchen. Helft den in den engen getriebenen Spionen bei der Wegmarke sehr verbuchbar. Ah, bei der da, okay. Hey! Du Monk. Okay. Dann würde ich sagen, begeben wir uns einfach mal zum Heldenpunkt in Richtung Wegmarke. Und da ist irgendwo ein Toter. Hallo, du da. Schau mal, ich helfe deinem Kumpanen. Aber erst muss ich dem den Gauss machen. Das war knapp. Beinahe wäre ich runtergeflogen. Das ist doch easy. Herzwegmarke. Panorämchen. Super. Kurz gucken. Genau, Panorama. Wegmarke, Heldenpunkt. Und das da, okay. Würde ich sagen, düsen wir erstmal Richtung Wegmarke. Und können dann die ganzen Bösen kaputt machen. Die da uns begleiten. Da ist noch jemand böse. Rennst du jetzt wegen den Vögeln weg, du Monk? Dann könnt ihr durch die Barriere die ganze Zeit hier rennen. Nur noch den da. Dann sind sie erledigt. Und erlöst vor allem. So, okay. Wegmarke. Hier gibt es nichts zu holen. Dann holen wir eben mal das... Und da oben ist noch ein Böse. Aber erst holen wir den Speer zurück. Dann holen wir unser Panoramchen. Was hier oben irgendwo ist. Da ist es schon. Ich sehe es schon. Noch 22 Minütchen. Okay. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Den können wir noch mitnehmen. Oh nein. Oh mein Gott, das war knapp. Das war... knapp. Och nö. Ja klar, eine Legende. Eine Legende, okay. Gut, dass direkt hier eine Wegmarke ist. Die Legende lassen wir schön in Ruhe. Wobei, hier ist jemand mit einem Tag. Dann machen wir mit dem Fernkampf einfach ein bisschen. Dann geben wir ihm mal einen schönen Feuersturm.
Wenn da ein paar mehr Spieler sind, dann funktioniert das auch schön. Ja, gucke mal. Geht ja ab wie Fritzkatz. Oh oh. Super. Jetzt sind wir wieder alle irgendwie tot. Na komm, hochheilen. Hochheilen! Dankeschön, Leute. Dankeschön. Wir müssen ihn noch kaputt machen. Jetzt gibt's das. Wieso bin ich denn jetzt schon wieder aus dem Latschen gekippt? Sage mal. Ich belebe mal kurz ein paar. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Geh. Weg. Gleich. Fühle mich besser. Jetzt gibt es was auf die Rübe. Jetzt gibt's was auf die Rübe. Okay. Schnell, 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 schnell. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. Sonst bin ich die Nächste, die aus den Latschen gibt. Hey, ich bin die Schwächste von allen. Lass mich doch in Ruhe. Du Depp. Dann holen wir einfach mal die Leute hoch. Die sind nämlich, denke ich, stärker als wir. Holen wir sie noch hoch. Und die, die tot sind, sollen bitte zu der Wegmarke direkt gehen. Die Wut ist mein. Außer die angeschlagen nur sind. Das geht dann noch. Die kann man ja relativ... Ah! Toll. Außer man will natürlich beleben, wie ich. Und stirbt dann selbst. Das ist immer das Beste. Nee, danke. Du kannst bitte selbst aufstehen. Ah, wir haben ihn gekriegt. Yes. Wir haben ihn bekommen. Bekommen, bekommen, bekommen. Wuhu. Dann holen wir den Kumpanen hier hinten noch. Und dann holen wir uns endlich das Panoramchen. Na komm, los. Ich möchte doch das Panoramchen haben. Na komm, los hoch. Der Baum ist echt cool. Ein wirklich cooler Baum. So. Wir haben schon 4 von 7 Panoramen. So, ich gucke gerade mal, dass wir jetzt hier irgendwas... Okay, ich habe hier 2 Punkte vergessen, aber das ist nicht schlimm. Wir machen jetzt hier einen Schlenker. Holen den Punkt, dann porte ich hier runter, hol den Punkt und die Wegmarke. Und dann können wir hier weitergehen. Ist das schon wieder ein Vieh oder was? Nee. Es ist ein bisschen dezent verbuggt. Okay. Erstmal holen wir uns den Heldenpunkt. Dass wir den ja haben. So, wo ist er? Jetzt ist er oben. Okay, wie komme ich hier hoch? Sind es die Blätter? Nö, auf die Blätter kann ich natürlich schon sagen. Ah, hier ist der Heldenpunkt. Hallo Geist! Oh, toll. Wir müssen mal ein bisschen auf unseren Blitzhammer gerade hauen. Wo bin ich? Das weiß ich nicht, wo du bist. Mich bringt nichts zu tun. Dankeschön, dass du hilfst. Dankeschön. Der ist doch ein bisschen stärker, als er aussieht irgendwie. Hab ihn. Woo, dankeschön. Woo, woo, woo. So. Herzchen müssen wir noch ein bisschen machen. Da können wir den aber gerade mal verkloppen.
Wo haben wir noch ein paar Banditen? Wo ist der Punkt? In die Richtung muss ich laufen. Okay. Dann können wir nämlich die Banditen hier ein bisschen kaputt machen währenddessen. Die Wut ist mein. Buff. Sehr gut. Einmal hier hoch. Komm, Elchi. Da ist noch ein Base. Dem geben wir auch keine Chance zu überleben. Und dann schauen wir jetzt mal, dass wir... na komm, hoch. Los jetzt. Dass wir... Komm, komm zu Mama. Komm zu Mama. Ah, hier ist schon wieder das nächste Herz. Okay. Okay. Wir holen uns eben erstmal schnell den Punkt. Dass wir den schon mal haben und dann machen wir weiter. Herz für Herz. Also das können wir direkt mitnehmen, wenn wir hier schon lang laufen. Das Ding noch kaputt. Zustand wird besser. Den beleben wir wieder. Dann können wir nämlich zwei Fliegen mit einer Klatsche erledigen. Macht gibt mir recht. So, den haben wir. Dann das Ding ist auch böse. Was habt ihr getan? Was wir getan haben, wir bekämpfen euch, damit ihr die Leute in Ruhe lasst. Das haben wir getan. Das ist eine Banditentruhe. Einmal öffnen. Ah, das zählt auch dazu. Cool. Das ist ein cooles Herz. So mache ich das. Okay, da hinten ist noch was. Eine Vorratskiste. Vielleicht können wir mit der auch was machen. Gebt alles, was ihr habt. Die Wut ist mein. Drücken wir mal alles, was wir so hier haben. So, das brennt jetzt. Das sollte es dann kaputt machen. Kann man nichts machen. Setzen wir sie ein bisschen in Brand. Nee, ich liebe nicht Schmerzen. Tut mir leid, auf Sadomaso-Spielchen stehe ich nicht. Leider nicht. Nein, nein, kein Leider. Bin ich kein Fan von. Wo willst denn du hin? Denkst du, wenn uns ab von vor uns wegrennst, dass du uns entwischen kannst? Das glaube ich nämlich nicht. So, Punkt haben wir. Sehr gut. Öffnen wir einmal die Banditentruhe. Und machen die mal einmal kaputt. Uff, jetzt bin ich irgendwie komischerweise weggeflogen. Die Wut ist mein. Jo, wir haben das Herzchen. Dann jetzt mal ganz nicht genug Energie. Schnell weg. So, wir springen mal hier runter und stellen uns hier hin. So, hier ist noch ein Punkt. Dann würde ich sagen, porten wir direkt und holen uns das. So, hier direkt. Und da oben wahrscheinlich. Ah, nee, unten. Ach, dann ist hier wieder irgendwo eine Höhle. Wo ist die Höhle? Höhle.
Wo ist diese Höhle? Höhle, Höhle, Höhle. Höhle, Höhle, Höhle. Da ist sie. Hopsi! Eine klitzekleine Höhle. Ihr macht Witze, oder? Hä? Ah, jetzt habe ich ihn schon. Okay. Schnell raus hier. Schnell raus hier, bevor wir runterfallen und sterben. So. Dann holen wir uns erstmal den Punkt hier unten und fliegen dann nach oben. Unten irgendwo. Zack. Der ist hier drin. Okay, den haben wir. So. Wegmarke noch. Und dann würde ich sagen, holen wir hier oben das nochmal. Dafür haben wir auf jeden Fall Zeit. Und das ist in unserer Zeit noch drin. Wir haben noch 10 Minütchen. Und zwar unterstützt Ulta Mentanik Dingsbums bei der Erschaffung von Asura-Portalen. Okay. Ist das das, dass ich das sammle und ihr dann gebe? War das das da? Wir testen es einfach mal. Wir sammeln mal ein bisschen was. Und dann versuchen wir ihr das mal zu geben. Bevor ich nämlich jetzt hier sammle und sammle und sammle. Und das ist nicht. Wo sind die Gude? Hello. Hier. Schau mal, kannst du die haben? Lichtheit siegt. Nö. Deshalb meine ich, diese Teile. Teki. Wer ist Teki? Wer ist Teki? Wer ist Teki? Wir müssen Teki suchen. Der macht scheint was nur mit den Teilen. Gehen wir mal hier an die Ecke. Machen einen Rundgang. Kristallintervall. 29 blaue Kristalle. 12 grüne Kristalle verhaltet. 29 zu 12. Oder? Ja, war aber richtig. Dann holen wir den erstmal. Teki. Ist hier jemand, der heißt Teki? Nö. Aktivieren. Kristallgitterdichte um 25 Einheiten höher. Ursprüngliche Dichte 818. Muss man dann Kristallstruktur Alpha 3 Einheiten lang, 7 Einheiten breit, Kristallstruktur Gramm 6 Einheiten lang, 4 Einheiten breit, Bereich von Grama im Verhältnis zu Alpha. Das da? Keine Ahnung. Das war jetzt voll geraten. Probe. 815 Kristallgitterbereich, 1512 Einheiten. Kristallgitterbereich, 174. Gesamtmessung, Identifikation. What? Keine Ahnung. Wie interessant. Ich will das abbauen. Und hier sind irgendwo welche tot. Da können wir mal die gleich kaputt machen. Machen wir mal so einen Dann können wir drei Forscher beleben. Wir sind schon wieder ein Level aufgestiegen. Das sind dann wohl alle. Teki ist verrückt, wenn sie glaubt, dass das hier funktionieren wird. Okay. Lagekapazität für Kristalle 4250 Einheiten. Durchschnittliche Kristallgröße 170 Einheiten. Das war wieder voll geraten. Keine Ahnung. Das war auch falsch.
Dann bauen wir noch ein paar Kristalle ab. Und suchen mal diesen Typi da. Wo ist der denn? Offizier, Forscher. Ja, wo ist denn der Typ? Forscher. Forscher. Jod. Konfiguration der Skalierung fehlerhaft. Kristallgitter 14 Einheiten lang, 22 Einheiten breit. Korrekte Abmessung für Skalierung um 3 berechnen. Nö, das war auch falsch. Und wo ist dieser Typ? Wo ist denn dieser Typi? Probe 35, Kristall, 5 Einheiten lang, 6 Einheiten breit, 2 Einheiten tief. Volumen, Achtung, Volumenberechnung nicht bestätigt. Manuell Eingabe erforderlich. Das war komischerweise richtig. Hihi. Bin ich doch nicht so eine Mathe-Null. Gittergröße 14 Einheiten lang, 22 Einheiten breit. Korrekte Abmessung für Skalierung 3 berechnen. Dann flicken wir uns gerade mal. Kristallprobe im Inventar. 7 blaue, 3 gelbe Kristalle. 10 mal durchlaufen, bis möglich war. Keine Ahnung. Wo ist dann dieser Typ? Hier sind ein paar Forscher, die können wir wieder beleben. Seid stets eurer Crew treu. Vorsicht, da kommt was durch das Portal. Die Wut ist mein. Das sind dann wohl alle. Jackie ist verrückt, wenn sie glaubt, dass das je funktionieren wird. Nee, nein, nein. Das sind dann wohl alle. Jackie ist verrückt, wenn sie glaubt, dass das je funktionieren wird. Muss ausruhen. Da sind noch ein paar Böse. Jo, wir haben es geschafft. War's ein Glück. War's ein Glück. Gut. Die Dinger lösche ich jetzt. Sind zwar nicht gerade unsere Werte. Aber hey, besser als nix. Oh Gott, hier kriege ich auch schon das Zeug. Die sind nicht gut. Das können wir nicht nutzen. Den können wir auch nicht nutzen. Chips. Chips. Zack. Zack. Okay. Einmal um die Ecke lunzen. Haben wir denn soweit? Jackie ist verrückt, wenn sie glaubt, dass das je funktionieren wird. Also wir haben hier noch einen Punkt und ein Herz. Das machen wir jetzt noch. Und dann war noch irgendwo ein Punkt. Hier war noch ein Punkt. Okay, den holen wir dann ab, wenn wir das gemacht haben. Nur eine Minute. Zeit ist schon wieder rum. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Das ist krass. So, erst holen wir den Punkt. Dass wir den auch hundertprozentig haben. Zählt ihr denn hier dazu, wenn ich euch hier ein bisschen bekämpfe? Glaube schon, oder? Macht gibt mir recht. Ja, ihr zählt hier dazu. Sehr gut. Die Wut ist mein. Dann kämpfen wir hier ein bisschen. So, dann machen wir das Ding noch kaputt.
Das klappt doch voll gut. Ja. Mega. Und dann klauen wir mal hier ein paar Dokumente. Ihr seht. Du darfst auch noch dran glauben, bitte. Bleiben Sie hier, bitte. Die Wut ist mein. Da sind noch ein paar Dokumente. Die nehmen wir noch mit. Dokumente, Dokumente. Zack. Und dann nehmen wir hier noch ein bisschen kaputt machen. Und machen hier noch was kaputt. Schubs mich noch nicht. Oh, jetzt bin ich voll in die Dingerin geklettert. Oh mein Gott. Das war eigentlich nicht geplant. So, den haben wir auch. Dann machen wir dich noch kaputt. Da sind noch ein paar Dokumente. Die nehmen wir noch schön mit. Wir haben es geschafft. Ja, mega. Ich hole mal gerade unseren einen Kumpane. Und der da ein bisschen tot vor sich hin liegt. Ich hoffe, das Vieh greift jetzt nicht an. Hey, das klappt doch schon mal echt gut. Ich guck mal gerade, ob wir hier irgendwo was vergessen haben. Hier haben wir noch ein Herzchen, was wir machen müssen und einen Punkt. Dann porten wir, sobald der Kollege wieder steht. Und machen hier noch ein bisschen was. Aber so lange dann auch nicht. So. Wir müssen hier noch ein paar Typen kaputt machen. Okay, machen wir doch gerne. Hier ist noch jemand. Ein bisschen tot. Okay, so. Da ist noch so ein Typi. Bitteschön. Wir gucken mal, was wir mit dem Blumensparen machen können. Für die Sammlung wieder. Ja, mega. Cool. Hallo? Ich möchte hier gern durch. Da ist ein verdächtiger Busch, der sich schon vorher verrät. Okay. Hier ist noch so ein Fuzzi. Und dann würde ich sagen, nehmen wir die zwei noch mit. So mache ich das. Schicken da mal ein Phönix Hallo sagen. Und schicken euch das noch. Okay. Was sind denn diese Brombeerranken? Ah, guck mal hier. Das zählt auch ins Herz. Dann sammeln wir doch mal die gerade. Ist hier noch irgendwo was mit Brombeer? Wo ist das? Wo ist der Punkt? In die Richtung runter. Gut, dann gehen wir mal in die Richtung. Und nehmen den noch mit. Perfekt. Och, geh doch weg. Was greifst du denn jetzt an? Hä? Warum? Erzähl. So, dann holen wir uns jetzt noch diesen Punkt. Dafür müssen wir hier rüber. Und da ist er auch schon. Ich brauche Verstärkung!
Nö, weil du mich nicht kriegst und ich nicht mit dir kämpfen. Na los, geh doch hoch jetzt bitte. Mein Gott. Wieder zu blöd, um die Schimmelschuppe zu fliegen. So. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Perfekt. Wir düsen einmal hier in die Höhle rein. Um kurz zu schauen. Das sieht ja cool aus. Wow. Wow. Ja, aber die werden wir dann im nächsten Part erkunden. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich werde noch ein kleines Foto im Anschluss machen. Und wir werden uns auf jeden Fall hier dieses Gebiet... Oh mein Gott! Und jetzt habe ich mich voll in die Scheiße geritten. Das darf doch jetzt nicht wahr sein, oder? Oh mein Gott. Kann ich mich vielleicht rausporten? Ja, ja, sowas passiert mir immer, ja, immer gerne sowas. Also nicht nur mir, sondern auch meinem Freund. Wir haben da ein richtiges Talent für. Irgendwo in den, Dingen hängen zu bleiben, in den Wänden. Wow. Wow, das sieht cool aus. Haben wir doch hier ein Foto. Okay. So, Soraya. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.